Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid, heute in unserem Livestream mit meinem wunderbaren Gast, die Laura Claudarotti. Ja, danke schön, liebe Isu, dass ich da sein darf. Sehr, sehr cool. Ich freue mich, heute so eine junge, aufgestellte Powerfrau hier zu haben. Ich werde euch gleich noch ein bisschen mehr von ihr erzählen. Sie ist aus dem Team Digital Zug, also vom Kanton Zug, und hat da ganz unterschiedliche Aufgaben, die vor allem viel mit Transformation zu tun haben. Und gleich zuallererst, wie ist denn deine Jobbezeichnung? Die habe ich diesmal einfach nicht zusammengekriegt. Ja, Moment. Also ganz offiziell ist sie Digital Transformation Communication Specialist. 1, 2, 3, 4 Worte. 4 sehr lange. Ja. Kriegst du die überhaupt auf die Visitenkarte oder hast du gleich einen QR-Code? Ja, ich nutze sie in der Signatur vom E-Mail. Da hat sie gerade so für die Ziele noch Platz. Das Digital Zug habe ich dann, glaube ich, jetzt eins abgenommen. Aber wirklich, wenn ich quasi mit den Leuten rede oder mich vorstelle, dann sage ich meistens so etwas wie: Ich bin Laura aus dem Team Digital Zug und ich kümmere mich dort um alles rund ums Universum von der Kommunikation. Ein bisschen so. Sympathisch und nahbar, wie du ja auch sonst immer ankommst, wie ich dich wahrnehme. Ich habe was ganz Schönes, das hast du mir schon bei unserem ersten Kennenlernen mitgegeben. Ihr habt Bierdeckel, genau, mit eurem Logo drauf. Erzähl mal was dazu, weil der hat ja zwei Seiten. Wahrscheinlich tut es für die Kamera nicht, es ist zu klein, aber ich zeige euch das trotzdem. Bierdeckel. Sie haben Bierdeckel bei Digital Zug. Erzähl mal, wie es dazu kam. Genau, also die darf man auch für jegliche andere Getränke natürlich nutzen. Aber die Idee ist doch ein bisschen entstanden, dass es doch wirklich so ist, die besten Ideen, die haben eigentlich so für einen Serviettenplatz oder aber jetzt in dem Fall auf einem Bierdeckel. Und ja, da darf man quasi beim Feierabendbier oder auch sonst, wenn man kreativ ist, hinten, ja, seine Idee aufschreiben für die Verwaltung. Was man vielleicht schon lange im Kopf umgeistert ist. Und wir nehmen die entgegen. Also, es ist ein bisschen eingeschlafen tatsächlich. Darum können wir es wieder reaktivieren. Schade, jetzt müssen wir ein bisschen Werbung machen. Genau. Übrigens, wie immer, gell, ich freue mich auf eure Fragen. Ich habe natürlich auch jede Menge, wo ich Laura löchern kann. Aber ihr wisst ja, wie immer, das Coole ist eigentlich, wenn ihr dabei seid. Ich lese mal schnell vor, was ihr auf dem Bierdeckel stehen habt. Mhm. Was ist deine Idee? Was macht sie genial? Wie begeisterst du? Wen begeisterst du und skizziere deine Idee? Da kann man sogar noch was hinmalen. Genau. Haben das die Leute wirklich ausgefüllt? Ja, ja, doch. Wir haben eigentlich ein schönes kleines Stapeli. Also es ist, mein Team wüsste da besser Bescheid, was alles zusammengekommen ist. Aber manchmal, ich habe sie auch schon gesehen. Ja, vielleicht die Leute, die jetzt im Chat sind, die könnten ja was darüber schreiben, genau, wenn sie lustig sind. Gell? Genau. Okay. Ich sehe uns gar nicht live. Felix, ist das so auf LinkedIn oder sind wir nur auf YouTube live? Wir sind live. Okay, lustig. Bei mir zeigt es wieder mal nicht an, aber das ist halt der Stream in LinkedIn offenbar. Also das heißt, ich sehe im Moment auch eure Kommentare nicht. Testet doch mal bitte, ob ihr schreiben könnt, ob ihr da seid, ob ich euch sehe vor allem. Das ist nämlich noch wichtig mit euren Fragen. Ich fange aber trotzdem mal an mit dem Digitalzug. Solange ich dich kenne, sagst du eigentlich immer, es geht um Menschen, es geht um Kommunikation. Jetzt heißt ihr aber Digital Zug. Wenn du wählen könntest, wie würdest du denn eure Unit oder euer Team nennen? Ja, wenn ich das wüsste. Also wir haben tatsächlich schon, ja, wir sind schon einige Mal zusammengesessen im Team, haben immer wieder so ein bisschen darüber nachgedacht. Das ist ja so, dass wir den Namen eigentlich geerbt haben, so in dem Sinn. Wir haben den uns nicht selber gegeben. Und er beißt sich tatsächlich so ein bisschen mit diesem Selbstverständnis, weil er schon sehr stark mit Digitalisierung, mit dem Digitalen assoziiert ist. Mittlerweile kennen ihn aber natürlich die Leute auch schon, den Namen. Und ist für mich, ich nutze ihn dann amigs so als, ist eigentlich noch ein guter Einstiegspunkt in Gespräche. Also man kann quasi so ein bisschen die Widersprüchlichkeit nutzen. Dann sage ich manchmal so: Ja, das ist alles halb so digital, wie es tönt vom Namen her. Es geht bei uns um Menschen, um Transformation. Aber ja, tatsächlich. Also, wir hatten keine zündende Idee gehabt. Und vielleicht ist ja, ich weiß nicht, vielleicht ist jemand im Publikum heute dabei, der findet, mal, da gibt es etwas. Also, ich bin offen für Vorschläge, schickt es mir. Genial. Da bin ich ja immer dafür zu haben, einfach mal die Crowd fragen, genau, wenn ich nicht weiter weiß. Würdet ihr denn etwas vorschweben?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin ja auch eher Fan so von diesem Menschengedanken. Mhm. Und ich habe das gleiche Problem, immer über Content zu reden, obwohl es eigentlich um Dialog geht. Und ich kann es ja nicht sagen, ich verkaufe irgendwie Dialog. Also ja, ich habe das gleiche stimmt. Thema das wie ihr. Das ist ein kleines Dilemma. Genau. Erzähl mal, was ist denn euer Auftrag? Was macht denn ihr da? Und vor allen Dingen, wie viele seid ihr eigentlich in dem Team? Mhm. Genau, also wenn ich es in drei Worte müsste, sollte ich zusammenfassen, dann steht es tatsächlich auf dem Bierdeckel. Zukunft einfach machen. So. Genau, es steckt natürlich dann strategisch noch ein bisschen mehr dahinter. Wir haben eine Digitalstrategie im Kanton Zug, die ist verabschiedet wurde vom Regierungsrat. Es zieht sich ein bisschen durch. Auch dort sind wir mit dem Namen nicht ganz happy. Sie heisst auch Digitalstrategie. Steckt aber wirklich Transformation auch dort dahinter. Und unser Team Digital Zug, das ist gleichzeitig ein Impulsprogramm, wo für die Umsetzung geschaffen worden ist von der Digitalstrategie und gleichzeitig das Kompetenzzentrum, genau. Und wir sind 5 Leute im Team. Genau, es sind Stefanie, Martina, Simon und mein Chef, der Reto Joller. Genau, wir haben tatsächlich einiges vor, ja, was sich abgeleitet hat aus der Digitalstrategie. Es geht im Kern darum, dass wir unsere 3 Anspruchsgruppen, das sind einerseits die Mitarbeitenden von der kantonalen Verwaltung und andererseits die Menschen, die im Kanton Zug wohnen, leben und arbeiten. Und die dritte Anspruchsgruppe sind Unternehmen, die ihren Sitz zugehend. Und es geht im Kern wirklich darum, denen allen das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Also bedürfniszentrierte Dienstleistungen anzubieten, intern bei uns auch die Prozesse anzuschauen, wichtige Punkte auch zu vernetzen. Also dass wir quasi digital Zug, wir sind zwar in einem Amt organisatorisch angegliedert, aber wir sind tatsächlich für die ganze Verwaltung da, also wirklich im Querschnitt inne. Und da geht es auch fest darum, ja, Ämter zu vernetzen, direktionsübergreifend zu denken, weil ja, viele Sachen weiss man vielleicht manchmal gar nicht, dass da jemand anders auch genau an diesem Thema dran ist und man könnte voneinander profitieren. Es geht um Befähigung, um Wissen zu bündeln, Standards auch zu schaffen, wo andere darauf zurückgreifen können für ihre Anwendungsfälle. Kommen denn die Leute zu euch oder sind sie eher ein bisschen so genervt? Verzeih mir den Ausdruck, oder? Aber, oder sind sie eher so, jetzt kommen die wieder mit ihrem Digitalisierungszeug. Eigentlich will ich nur meinen Job machen. Erlebt ihr das? Ja, jetzt kommen wir da das Zitat, die sind von Michael Scott aus The Office. Er sagt, too much change is not a good thing. Ask the climate. Darum ja, ist klar, dass man nicht immer mit offenen Armen eigentlich empfangen wird, wenn man ausgerechnet eigentlich ein Kompetenzzentrum ist, das jetzt die Veränderung antreibt. Aber vielfach doch kommen da die Leute auf uns zu. Und wir würden am liebsten eigentlich auch überall mit anpacken, weil es sind immer super coole Initiativen, Ideen. Der Fokus liegt dann schon, oder wenn man es müsste priorisieren, liegt der Fokus auf Vorhaben und Projekte, die die ganze Verwaltung betreffen. Also wir probieren weniger so im Kleinen zu graben, weil auch dort gibt es natürlich Bedarf, in den Ämtern oder in den Teams. Und ja, wir probieren so ein bisschen das Big Picture dann aufzumachen. Und, wow. Ja, also es ist schön, es kommen wirklich Leute zu uns. Wir haben auch eine Community. Eine interne. Genau, eine interne, eine Digital Zug Community, wo wir schon super gute Kontakte haben können knüpfen, wo glaube ich, die Leute sich selber dann auch gefunden haben. Und so ist es natürlich schön, wenn man weiss, dass es uns gibt und auch weiss, hey, da hat man offene Türen, man kann anklopfen. Und meistens weiss man dann schon irgendwie weiterzuhelfen. Genau. Das ist ja das Spannende, womit ich auch dich von Anfang an wahrgenommen habe, seit ich dich kenne. Du bist ja auch jemand, der immer einfach so im Schweizerdeutsch sagt man so weibeln geht, ne? So mit den Leuten reden und eben darüber reden, was ihr tut, dass es euch gibt. Das ist ja schlussendlich immer noch wie früher, oder? Dass man so ein internes Netzwerk hat? Oder wie machst du das? Oder ihr ja, auch als Team? Also ich habe wirklich das grosse Glück, dass ich in der Kommunikation an einer Schnittstelle bin. Das heisst, ich habe sowohl in den Projekten Zugang und dann haben wir natürlich auch, eben die Community ist wirklich auch spezifisch dafür da, für den Austausch. Und ich nutze auch sonst, ja, ich nutze einfach Gelegenheit und ich glaube,
Es ist noch nie jemand an mir vorbeigekommen, der nachher nicht gewusst hat, dass wir eine Community haben und dass man mitmachen kann. Du schnappst jeden. Ja, genau. Ja. Was heißt denn hier Community? Also verstehen die Leute sich auch als interne Community? Wissen die, dass ihr die so nennt? Ja, also eigentlich so der ganz schöne Gedanke dahinter ist, dass es steht auch so etwa bei uns auf der Website und ist wirklich, kommt von Herzen. Also wir sagen, Digital Zug, das ist viel mehr als ein Kompetenzzentrum oder ein Team aus 5 Leuten oder ein Name. Sondern Digital Zug sind eigentlich alle, die Lust haben, die Veränderung, den Wandel in der Verwaltung mitzugestalten. Also das wäre so der grosse Wunsch, dass man dort so ein bisschen das wirklich kann aufmachen kann und dass man sich auch ruhig darf mit Digital Zug so identifizieren. Also das ist ganz und gar nicht die Idee, oder? Dass man eigentlich unser Team wettet in den Vordergrund rücken, sondern es lebt wirklich von den Leuten, die dabei sind. Also ja, es spricht, wir haben die E-Signatur, elektronische Signatur eingeführt und haben dort das erste Mal eigentlich ausprobiert, etwas einzuführen von A bis Z, also sehr begleitend. Und dort haben wir das Glück gehabt, dass eigentlich lustigerweise aus dem Prozess heraus hat es einfach gebraucht, dass die Leute persönlich vorbeikommen, für das einzurichten. Um sich authentifizieren, genau, praktisch. Genau. Mhm. Und das haben wir natürlich genutzt und haben dann gerade so etwas Größeres daraus gemacht. Und dort haben wir viel können erzählen von der Community. Weil sonst ist es tatsächlich noch, ja, das ist noch schwierig. Entweder ist es wahrscheinlich Mund zu Mund, wo es weitergeht. Oder Leute, wir sagen auch immer, es weiterleiten an alle, die es interessiert. Und sonst ist es im Moment, dort hakt es ein bisschen dran. Wir haben einfach noch nicht die Kanäle zur Verfügung, wo wir das breit streuen können. Darum haben wir immer wieder Leute, die sagen, hä, oh nein, das habe ich gar nicht gewusst, dass wir eine Community haben. Und wir sagen, oh nein. Ja, ist aber cool, weil was du gerade sagst, ist ja, es findet offline statt. Also das heißt, ihr trefft die Leute, ihr redet mit denen, ihr fangt sie auf dem Gang ab. Kannst du mir eine Zahl nennen? Also ihr habt ja, also wie viele Mitarbeitende habt ihr? Ja, das sind rund in der ganzen Verwaltung rund 2.500. Und wie viele sind in der Community? Also eure Mitstreiterinnen sind das ja, ne? Und Mitstreiter. Wie viele sind das? Genau, wir sind mittlerweile, auch dank diesen Begegnungen in der Einführung von der E-Signatur, sind wir ja schon über 100 angewachsen. Wow. Und es ist natürlich auch nicht so, dass nicht mehr 100 kommen. Also wir treffen uns alle 2 Wochen. Das ist meistens online, via Teams. Aber wir haben teilweise Spezialtermine auch offline. Und dann sind wir mittlerweile eine schöne Gruppe von 20 bis 30 Personen, die halt je nach Thema, wenn es einem gerade anspricht, klingt man sich ein. Und sonst ist es absolut optional. Cool. Und wir haben auch immer mehr Beiträge aus der Community. Was heißen Beiträge? Also Ideen oder posten die irgendwo hin was? Oder was heißen das? Nein, die dürfen quasi die Community Coffee nennen wir es. Die dürfen die kappern für ihr Thema. Also natürlich dürfen wir uns miteinander absprechen und vorbereiten. Aber das ist Transformation, das ist ja auch der Gedanke. Ne? Ja. Was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, unser Thema ja. Ne? Also wir reden über Dialog und welche Rolle spielt das? Da hast du jetzt schon gesagt, offline. Wir sprechen tatsächlich offline. Was gibt es denn so für Initiativen? Also das mit der E-Signatur hast du gerade gesagt. Mhm. Was gibt es denn da noch so, was ihr macht, was ihr umsetzt? Hast du nächsten Donnerstag noch mal Zeit? Gleicher Ort? Nein, ich könnte sicher einen ganzen Livestream nur füllen mit Projekten, die wir haben. Erzähl mal 2, 3 Highlights. Ja. Und ich will natürlich von der Schreibwerkstatt auch. Genau, ne? die ist natürlich dabei. Genau. Nein, es ist tatsächlich so, ich darf es fast nicht in einer Zahl beziffern. Es sind über 30 Projekte, kleinere, grössere, die Digital Zug dürfen Teil davon sein. Das sind vor allem meine Gespendli, Stefanie, Martina und Simon, die quasi strategisch mitarbeiten, aber auch teilweise doch auch sehr operativ. Und mein Chef, der Reto, er ist vielfach als Auftraggeber an Bord oder in Sounding Boards vertreten. Und ja, für 5 Leute ist es tatsächlich ist das eine grosse Menge an Projekten. Gib mal ein Beispiel. Viel auf der Platte. Du kannst übrigens auch deine Fans grüßen, gell? Ja, es ist ganz komisch, ich nicht gesehen, aber ich weiss, ihr seid da. Also, genau. Das ist auch euer Teamgeist, finde ich, das ja, merkt man. Ne? Ihr geht auch zusammen Mittagessen, ihr haltet auch zusammen so in dieser Mission, die ihr habt, absolut, ne? Den Kanton zu transformieren. Ja, okay, erzähl mal, genau, jetzt, Projekte. Jetzt habe ich genug lange angeteased. Genau, wir haben zum Beispiel ein E-Government-Projekt. Denn meine Kollegin Stefanie ist dran an einem ganz tollen Projekt, nennt sich Zug Change. Da geht es grob darum, dass wir für Führungskräfte im Kanton Zug einen
praktische quasi Werkzeugkiste eigentlich zur Verfügung gestellt mit Workshop-Materialien. Etwas Grosses im Moment, das uns beschäftigt, oder vor allem Simon, ist die Einführung von Microsoft Teams in der ganzen Verwaltung. Dass es eben nicht heisst, so morgen haben wir ein neues Tool, könnt das mal schön nutzen, sondern wirklich begleitend. Und genau, Martina ist fest dran in einem tollen Projekt, wo es um User Journey geht. Wir haben das aber umgetauft. Bei uns heisst es Erlebnispfad. Und ja, es gibt weitere Projekte. Es gibt die Digitalisierung vom Posteingang. Genau. Erlebnispfad, was heisst das? Genau, das ist quasi eigentlich das, was man klassisch als Ist Journey und Soll Journey kennt, vielleicht auch schon. Ist eigentlich nichts anderes. Man hat es einfach in einen deutschen Begriff umbenamselt. Und da geht es darum, dass man quasi eine Dienstleistung, als Beispiel haben wir jetzt den Stipendienprozess, also wenn jemand im Kanton Zug wohnt, Stipendien beantragen will, dass man das wirklich mal einfach komplett ausrollt, oder? Wie erfahrt man von dem Angebot? Wo muss ich überall mich informieren, bis ich dann zu quasi auf die Webseite vielleicht komme, wo ich dann das anklicke und ausfülle oder vielleicht telefoniere ich noch. Also das wird wirklich sehr, sehr sorgfältig und detailliert aufgefächert, auch mit Interviews mit Beteiligten. Richtig user-centered, ja, wie sich das gehört. Ja, das ist wirklich sehr, sehr cool und auch in Iterationen. Und aus dem heraus entwickelt sich dann ein Soul-Journey, wie das eben im Idealfall könnte aussehen. Oder wo hat es Stolpersteine drin, die man so kann, eliminieren kann. Und für die Nutzenden ein schönes Erlebnis schaffen. Und auch für die Mitarbeitenden, die natürlich in diesem Prozess sind, vielleicht auch amtsübergreifend miteinander arbeiten. Danke, Laura. Ich muss jetzt, glaube ich, mal ein bisschen die Community hier an. Ich mache mal das, was du bei euch immer intern machst. Ihr wisst wie immer, ihr könnt Fragen stellen, Kommentare, eigene Erfahrung auch vielleicht in einer anderen kantonalen Verwaltung oder auch in einer Stadtverwaltung oder Gemeinde oder was auch immer. Erzählt bitte. Ich sehe im Moment noch gar keine Kommentare, was bei LinkedIn nicht unbedingt was heißen muss, weil manchmal sind sie einfach schlicht nicht sichtbar. Aber schreibt mir bitte und gerade das Team, Martina, Stefanie, Reto, ihr seid ja sicher alle da. Erzählt mal ein bisschen auch aus eurem Nähkästchen. Aber solange noch niemand was schreibt oder LinkedIn mir die Kommentare nicht ausspielt, für mich klingt das mega spannend, dass ein Kanton sowas macht. Seid ihr da alleine oder gibt es noch andere Kantöne, die auch so unterwegs sind wie ihr? Also seid ihr da Vorreiter oder wie sieht denn da die Branche so aus? Ja, ich denke, wir sind sicher in gewissen Bereichen innovativ und auch vorreiterisch unterwegs im Kanton Zug. In der Digitalstrategie ist es ein bisschen relativiert im Sinne von, wir leisten zwar durchaus auch Pionierarbeit in gewissen Bereichen, müssen aber nicht immer. Wir dürfen auch quasi fast Follower sein und ein bisschen auf Bewährtes zurückgreifen. Ich selber lasse mich gerne noch inspirieren, muss ich sagen, von anderen Kantonen. Gerade was so im Moment beschäftigt mich ja der Webauftritt bei uns und dann kann ich natürlich gerne mich inspirieren lassen, wie andere Kantone das machen oder auch andere Länder tatsächlich. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man den Austausch hat mit anderen Kantonen und nicht nur auf dieser Ebene. Also zwar ist es gut, wenn man sich in den Verwaltungen austauscht, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man noch ein bisschen mehr über den Tellerrand raus schaut. In die Wirtschaft? Ja, in die Privatwirtschaft, genau. Oder auch vielleicht bei Hochschulen. Das ist immer sehr wertvoll. Mein Chef, der Reto Joller, ist vertreten seit letztem Jahr auch in der digitalen Verwaltung Schweiz, DVS. Das ist immer ganz spannend, was er dort so ein bisschen erzählt und mitnimmt. Und, ja. Also das heisst, man trifft sich auch offline. Also die Plattform gibt es. Genau. Wie oft? Also gibt es da einmal im Jahr eine Konferenz oder wie oft sehen sich die Leute? Nein, das ist schon mehr als einmal im Jahr, aber Reto, da muss man schnell aushelfen, wie manchmal ihr euch trefft. Jetzt gucken wir mal, ob er was schreibt. Ja, genau. In der Zeit, der Pascal, danke Pascal für deine Frage. Was ist dein persönlicher Weg, bei so vielen technologischen Änderungen und Neuerungen immer informiert und am Puls zu bleiben? Ah, das ist mega spannend, weil du bist ja jetzt nicht gerade der Super, nicht mehr, die Super-Twitterin und auch LinkedIn, du hast wie gar keine Zeit links und rechts.
Was sind so deine Quellen, dich zu inspirieren? Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich habe früher ja im Social-Media-Bereich gearbeitet und dort war ich eigentlich schon hinten drin, wenn einen Tag lang quasi nicht gewusst hast, was morgen kommt. Oder? Und da muss ich sagen, ja, ich habe ein Stück weit abgehängt. Und das ist auch in Ordnung, weil ich glaube, es geht wiederum. Also wir haben erstens mal, das finde ich immer super, im Team innen quasi einen Brain-Food-Channel, wo wir dann fleissig posten und inspirieren, die Sachen teilen miteinander. Und was alles so das Technologische angeht, da bin ich eigentlich einfach froh, dass ich die Brains habe in der Organisation, wo ich fragen kann und darauf zurückgreifen, weil mein Fokus ist tatsächlich, oder ich glaube, es ist nicht das Wichtigste, dass ich dort super, super, super immer hinten drin und up to date bin, was quasi in der Technologie sich verändert, sondern halt viel mehr die Menschenthemen, quasi was verändert denn die Technologie bei den Menschen, mit den Menschen, die dann damit arbeiten. Aber ja, bin ich froh, dass ich da ein paar Quellen habe. Aber das ist ja der spannende Teil auch daran. Ne? Schlussendlich geht es ja immer um das Menschen mitnehmen. Genau. Und also Website-Thema. Eure Ämter oder Departemente, unterschiedliche Menschen, Direktionen, Departemente sind es an der Hochschule, die sind alle zuständig auch für ihre Bereiche, ihren Content zu liefern. Und da hattest du, wie ich finde, eine grandiose Idee. Erzähl mal das. Beziehungsweise, wir haben auch noch die Frage offen vom Felix, danke, was dein Lieblingsprojekt ist. Und ich glaube, das ist es. Das ist Darum lupfe ich dich gerade so ein bisschen auf das. Ja. Ich könnte auch noch mal zurück, zwei, drei Schritte zurückgehen und sagen, was ist denn eigentlich dein Lieblingsprojekt? Genau, ja, tue ich gerne beantworten. Ja, mein Lieblingsprojekt, wirklich mein Herzensding im Moment, ist die Schreibwerkstatt. Das, Schreibwerkstatt. Genau, ja. Genau, sie ist entstanden quasi daraus heraus, dass wir den Webauftritt überarbeiten für die ganze kantonale Verwaltung. Und zwar nicht nur quasi in ein neues Kleidchen hineinstecken, sondern wirklich grundlegend auch die Art, wie man navigiert, ist anders. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man nicht Texte, die man schon hat, einfach so nimmt, wie sie sind und übertut auf den neuen Internetauftritt. Weil was dann passiert ist, man verpasst total die Chance, das Ganze auszumisten. Was ist vielleicht schon lange nicht mehr aktuell? Vielleicht hat sich ja auch vieles verändert in der Art, wie man jetzt redet, oder? Und auch in der Sprache, wie man im Internet eigentlich kommuniziert. Das Nattel. Ja. Haben wir irgendwo noch gefischt im Text? Ja, ja, ja. Das Nattel, das jetzt Smartphone ist. Und da habe ich einfach gefunden, da ist es wichtig, die Leute mitzunehmen und zu inspirieren. Weil vielfach sitzen, wie du gesagt hast, oder, in den Ämtern braucht es sehr, sehr fachspezifisches Know-how, um Texte zu schreiben. Einfach, kannst du gar nicht rausgeben? Nein, das muss natürlich einfach stimmen, oder? Alles rundum steuern. Und ich kann es. Darum auch ist für mich ziemlich schnell klar gewesen, das bringt nichts, wenn man jetzt da eine Agentur holt, die zwar all die Texte schön macht, aber wir in der Organisation innen kommen eigentlich nur dann weiter, wenn wir selber uns das Wissen aneignen oder Tipps und Tricks. Und so ist die Schreibwerkstatt entstanden. Sie ist mittlerweile aber ist nicht die Idee, oder, dass es nur um Webtexte muss gehen. Wir haben ganz viele Juristinnen und Juristen, die profitieren können. Das ist natürlich auch wieder eine Textsorte, die sehr, sehr anspruchsvoll ist, das zu übersetzen in eine Sprache, die auch du und ich quasi verstehen. Wir haben von Generalsekretärinnen und Sekretären über Amtsleitende, über weitere Mitarbeitende aus jeglichen Fachbereichen eigentlich viele Besuchende von der Schreibwerkstatt. Und jeder hat für sich einfach das können, aus dieser Werkzeugkiste rausnehmen, mitnehmen. Was er sie hätten können. So cool. Wenn ich euch das verraten darf, ich erlaube mir das noch schnell zu ergänzen. Die Schreibwerkstatt, da sind 150 Leute durchgegangen, also 15 Durchführungen und ich durfte da ein bisschen helfen. Und deswegen bringe ich das aber nicht auf, sondern weil das wirklich so genial ist. Wirklich, wir hatten so viele Leute vom Denkmalschutz und Archäologie, Wald und Fischerei, Leute, wo wir gelernt haben, wow, die duzen zum Teil ihre Försterinnen und Förster.
Oder wir haben gelernt, dass die von den Ausgrabungen, dass sie zum Beispiel immer wieder gefragt werden, ob sie Gold finden. Das finde ich so eine coole Geschichte. Und dann hat man das einfach in den Texten mit aufgenommen auch, was vorher halt nicht der Fall war, weil man war halt so hierarchisch auch vom Text. Ne? Man hat so von der Burg herunter kommuniziert. Und jetzt durch diese Schreibwerkstatt, auch durch deine Initiative, kommuniziert man viel mehr auf Augenhöhe, was ja mit geschriebenem Wort, also mit klassischem Content auf der Website. Und das finde ich ja sensationell. Also ich kenne wenig Firmen oder auch Kunden. Also ich weiß zum Beispiel, bei der ZKB ist das so. Und auch Mobile First, dass man wirklich guckt, dass die Texte verständlich sind und für alle Devices. Und da seid ihr jetzt wirklich stark unterwegs. Und du motivierst ja jede einzelne Person, hier ihre Texte zu überarbeiten. Wahnsinn. Ja, genau. Also es ist auch ein wichtiges Gefäß, wenn ich finde, um einfach mal die Leute die sind vielleicht ganz allein an so einem Text am Schreiben. Und wenn sie in der Schreibwerkstatt sitzen und sehen, oh, ich habe eigentlich ganz viele Gespendli, Verbündete, die fast die gleichen Probleme und Herausforderungen haben und man kann voneinander lernen. Also das finde ich auch sehr schön, dass es ein bisschen aufmacht, oder? Dass nicht jeder an seinem nur muss, allein arbeiten muss, sondern dass man sich kann helfen und unterstützen kann. Also wir haben zum Beispiel auch, ich zapfe auch mal Community an, Christoph, ich weiß nicht, ob er zuschaut, und frage einfach mal, hey, das Mail sollte an die und die Leute raus, könntest du mir da vielleicht, wenn du Zeit hast, gegenlesen, versteht man das? Ja, das ist wirklich ein Change, also es quasi sich wirklich hineinzuversetzen ins Gegenüber, wo man erreichen will mit seinen Botschaften, mit dem Inhalt. Weil, der Marc, der quasi auch die Schreibwerkstatt mitgestaltet, immer sagt, ja, sonst können wir eigentlich uns all die Zeit sparen und in die Body. Ja, also, genau. Wenn die Botschaft nicht ankommt, dann kann man noch so schlau tönen mit einer Sprache, was weiß ich, akademische Begriffe reinrühren. Das bringt nichts, oder? Das müssen wir jetzt schnell noch nachholen. Der Marc Bär und ich zusammen, wir leiten eben diese Schreibwerkstatt. Also wir geben die als Dozenten oder als Workshopleiter. Und der Marc ist hier ein wunderbarer Partner, das Gespöntli. Wir machen das eben gemeinsam, das muss ich schnell erklären. Jetzt kommen langsam die Kommentare. Die sind, glaube ich, alle aus deinem Team. Also was ich vielleicht auch noch zu der Schreibwerkstatt kann oder gerne will sagen, ist, also auch für mich ist es wahnsinnig wertvoll. Also ich war jetzt natürlich nicht bei jeder Schreibwerkstatt dabei gewesen, aber doch bei ein paar, zumindest am Anfang, und dann ein bisschen reinhören, wo sind überhaupt Pain Points. Ich konnte viel mehr auch besseres Verständnis können gewinnen. Wieso hat man vielleicht gewisses auch so geschrieben, wie es jetzt auf der Webseite ist, oder? Und das ist wirklich also wahnsinnig wertvoll, auch die Leute zu treffen, sich können zu vernetzen. Auch diese juristischen Texte, wo wir ja immer sagen, die müssen übersetzt werden, und dann kommen manchmal so Äußerungen, hey, Moment mal, ihr Texter und Texterin, ihr habt jetzt den Sinn verfälscht. Mhm. So steht es nicht im Gesetz. Ne? Und auch diesen Mut dann zu haben, zu sagen, okay, dann verlinkt man halt auf den Gesetztext und bleiben trotzdem dabei, das verständlich zu machen. Genau, ja, das ist auch, durchs Gespräch ist auch, hat sich wie herausgestellt, auch dass vielfach ist das eine Unsicherheit. Was ist, wenn etwas leicht verfälscht würde und vielleicht jemand findet, hey, das stimmt so nicht mehr? Mhm. Oder wie stehen wir denn da? Oder das ist vielfach aus dem raus, oder? Mega spannend. Oder auch, was wir ja über die Zeit dann gemerkt haben, dass die Leute alle praktisch die Zielgruppe anders nennen. Am Anfang sind wir ja davon ausgegangen, das sind Kundinnen und Kunden, weil Dienstleister, ihr als Kanton, oder auch Zugerinnen und Zuger. Und dann haben wir gelernt, Moment, es sind manchmal Försterinnen, manchmal sind es Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler. Und dann kriegt das auf einmal viel mehr Kontur, weil du weißt, über welche Menschen du ansprichst. Und auf einmal wird dann du oder sie vollkommen okay. In dem einen Amt ist es halt so und in dem anderen so. Das finde ich so eine tolle Flexibilität, wo ich früher immer gedacht hätte, so als kantonale Verwaltung, da muss doch immer sie und das muss so eine gewisse Distanz haben. Und die versuchst du ja auch sukzessive wegzunehmen, die Distanz. Und ich glaube, ihr habt das auch als, wir sind nahbar, so formuliert in eurer Digitalstrategie. Ne? Genau. Ist das so? Ja, es ist ja dort auch spannend gewesen. Oder das zeigt einfach total die Heterogenität, die ganze die ganze Komplexität da drin stellt das schön dar. Oder ich habe eine super schöne Geschichte gefunden von jemandem, der Rettungssanitäter ist, der uns erzählt hat, hey Moment, eigentlich ist eine wichtige Ansprache bei uns noch der Vorname.
Weil in einer ganz schlimmen Ausnahmesituation ist das manchmal der einzige Weg, wie sie quasi zum Patienten, zu der Patientin noch durchdringen können. Dann ist es gleich, oder, ob man Herr, Frau sowieso sagt, sondern dann nimmt man wirklich den Vornamen. Und ja, es sind einfach die Geschichten, wo, ach, da geht mir das Herz auf in der Schreibwerkstatt. Ja, das ist so wertvoll. So, so spannend. Mhm. Ne? Das zeigt auch, eben, wie unterschiedlich eben die Lebenssituationen sind, wo man mit dem Kanton in Kontakt kommt. Genau. Ich guck mal schnell, was wir hier haben. Der Pascal hat ein Kompliment an dich. Danke für die ausführlichen Antworten. Dann hat der Pascal nochmal gefragt, was für einen Tipp hast du für kleinere Verwaltungen? Ah, auch sehr, sehr spannend. Mhm. Die Ähnliches wie ihr umsetzen wollen, aber nicht wissen, wo anfangen. Wow, Struktur in das große Gebilde bringen. Ne? Ja, das ist tatsächlich, das ist wahrscheinlich auch der Punkt, ja, was es so schwierig macht. Weil Bedarf gibt es wahrscheinlich an allen Ecken und Ideen auch. Ja, was ist da ein guter Tipp? Ich finde, ja, die Community hat mir jetzt dort geholfen. Also die dort, interne. Genau, die interne Community, die wirklich, ja, dir zuerst mal hilft, überhaupt zu verstehen, was sind für Menschen, um in welchem Bereich arbeiten sie, was sind gerade die Anliegen, die Pain Points. Das hat mir sehr geholfen. Natürlich ist das auch nicht... Ja, bildet sich auch nicht über Nacht so eine Community, aber ich finde, es ist immer ein Versuch wert, Türen aufzumachen, Inputs abzuholen, zuzuhören, viel ist zuhören. Ja, und dass man dann vielleicht mal sich quasi den Überblick verschafft und schaut, okay, wo fangen wir zusammen an oder wo können wir auch vielleicht bündeln. Muss es ja nicht alles einfach parallel auf einer Schiene laufen lassen, sondern kann vielfach auch miteinander besser wirken. Das finde ich ja so spannend. Ich denke oft, ich kenne so einige Change-Managerinnen oder Change-Manager oder Officer, Digital, irgendetwas. Und die sind dann in ihren, oft sind die 2 Jahre in der Firma und dann gehen die wieder. Weil die allein auf weiter Flur sind. Und ich finde drum euren Gedanke, den Ansatz extrem smart zu sagen, wir suchen uns intern so ein bisschen die gleich und gleich gesellt sich, eben genau Community-Gedanke. Wir suchen uns die Leute, die auch Lust haben auf Veränderungen, auf Weiterkommen, die das vielleicht auch hier und da ein bisschen selbstlos machen und nicht, weil irgendwas von oben diktiert wird. Das kann ja sicher im Kleinen, in kleineren Verwaltungen auch funktionieren. Du hast ja überall heute Leute, die wollen. Genau, oder die sogar schon machen. Also das ist natürlich auch so, oder, dass wir nicht einfach gekommen sind, das war nichts rum. Das absolut nicht. Sondern es hat da und da Gräsli und es braucht einfach nur einen Push oder ein bisschen Rückenwind. Und ich denke, cool. Ja, das ist auch wichtig. Mega schön. Also das ist ein Pascal seine Frage. Stefanie ist da, hat einen Link geteilt, der Kommentar irgendwie nicht kann. Danke, Stefanie, das können sich alle dann rauskopieren, wenn sie es möchten. Sie sagt noch, das operative Führungsgremium trifft sich meines Wissens alle 2 Monate. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Genau, ja, von der digitalen Verwaltung Schweiz. Danke, genau. Dann hat Martina, ist auch da. Du hast echt ein treues Team um dich herum. Anwesend und gespannt, Lauras Erzählungen lauschend, beeindruckend zu hören, was wir alles tun. Das ist ja auch immer noch interessant, ne? Sich auch mal wieder selbst erzählen. Und das ist ja auch in dem ganzen Change-Gedanke verankert. Feiern. Fails, aber eben auch Erfolge. Macht ihr das? Ja, ich glaube, ich darf es sagen, oder? Reto, du hast gesagt, ich darf aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, wir haben quasi unsere kleine Wall of Fame, ja, wo wir uns einfach freuen, wenn wir ja, schöne Sachen erreicht haben mit Menschen in der Verwaltung. Das ist sicher wichtig. So macht es Spass. Und es ist tatsächlich so, dass manchmal, bei mir geht manchmal der Tag vorbei oder die ganze Woche vorbei. Und dann weiss ich, was habe ich jetzt eigentlich alles gemacht, weil es so viel ist. Und, das ist sicher wichtig, dass man sich als Team oder als Gruppe kann Zeit nehmen und schauen, was haben wir schon, wo können wir weitermachen. Ja, und bei uns im Team ist sehr, sehr eine grosse Wertschätzung auch füreinander. Und eine Unterstützung, wenn man Hilfe braucht, dann kommt man sie über, egal was. Und, ja, habt ihr auch so kleine Rituale oder Geheimnisse? Oder ich habe früher bei Namix habe ich immer gesagt, wenn die Leute gesagt haben, was ist dein Geheimnis, wie kriegst du die Leute zum Bloggen? Mhm. Weißt du, vor 15 Jahren noch nicht so common gewesen wie jetzt. Und dann habe ich immer gesagt, Jockey. Ja. So sinnbildlich, oder? Habt ihr sowas auch? Muss ich gerade überlegen. Im Team oder auch an andere, wo ihr... ihr habt natürlich die Bierdeckel. Genau, wir haben diese Bierdeckel.
Ja, das ist jetzt... Aufkleber? Es gibt sicher etwas, kommt mir einfach wahrscheinlich genau nicht in Sinn. Also wir haben natürlich unser Daily. Das erste, wo wir uns hören am Morgen sind, ja, dürfen wir uns in unserem Daily einen kurzen Ausblick geben auf den Tag, auf unsere Gedanken. Team. Wir als Team, genau. Das ist sicher schon so ein Ritual. Genau. Ich habe so einen schönen Kommentar. Es ist lustig, heute schreiben die Leute fast keine Fragen, aber so Kommentare und so. Simon Lüscher sagt, keine Frage, nur ein Statement. Laura macht einen super Job. Sie hat inspirierende Gedankenzüge und tolle Ideen. Ach. Ja, Simon, das kann ich nur zurückgeben. Muss ich wieder aufpassen mit dem Mikrofon. Ja, genau, ja, dass man nicht da den macht. Ich habe schon öfters mal einfach so ans Mikrofon rangehauen, so vor lauter Aufregung und Emotionen. Persönlicher Weg haben wir schon. Ja, wir sind tatsächlich keine da. Aber es ist ja nicht so, dass ich keine Fragen hätte für dich. Gucken wir schnell. Genau, die internen Initiativen haben wir gesagt. Was dir selbst am Herzen liegt, haben wir eigentlich auch schon besprochen. Wir haben Text, haben wir gesprochen. Genau, ich habe noch was Spannendes. Wir haben nämlich nur noch 5 Minuten. Mhm. Nicht, dass du denkst, wir sind noch am Anfang. Ja, die Zeit verfliegt mit dir so. Das liegt an deinen spannenden Themen. Und zwar 2 Sachen. Ich würde nämlich gerne noch auf Stolpersteine eingehen kurz. Und AI. Ihr macht Textkurse, während da draußen die Welt nach ChatGPT und Neuroflash freaked out, wo ich habe auch eine persönliche Einstellung dazu, aber mich würde deine interessieren. Mhm. Und trotzdem macht ihr Schreibwerkstatt und den Leuten schreiben. Ja, tatsächlich, so ist es. Ich glaube, man muss es wirklich mal selber auch ausprobieren. Ich finde, man kann lange darüber reden, man muss es selber mal erlebt haben. Ich finde es eindrücklich. Teils funktioniert es ziemlich gut, erschreckend gut, teils weniger. Also ich habe da letztes Mal, mein Freund ist zu mir gekommen und hat gefragt, Laura, könntest du mir da schon helfen bei einem Text? Also wir machen das noch etwa so. Dann war es aber schon, es war Abend, ein langer Tag. Und dann habe ich so ein bisschen rumgedruckt und dann hat er gefunden, oder sollen wir ChatGPT fragen? Und dann hat das Ding natürlich einfach in einer Sekunde etwas ziemlich Brauchbares rausgehauen. Und dann finde ich, ist das schon auch eine Gelegenheit, sich noch mal bewusst zu werden, das hat echt Potenzial, viel zu verändern oder auch meine ganze Arbeit zu verändern. Das ist schon, finde ich, eindrücklich und sollte man verfolgen. Ich glaube, jetzt in der Verwaltung ist voll okay, wenn wir jetzt in diesem Fall nicht Pioniere sind, sondern vielleicht eines Tages die Follower, wenn es sich dann bewährt. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man lernt oder die Leute mitnimmt, wie geht man damit um, mit dem Tool. Weil das machen wir dann in der nächsten Edition. Genau, vielleicht Schreibwerkstatt 2.0. Ja, genau, wir in der Verwaltung, wir sind natürlich eigentlich jetzt gerade dran, den Menschen ins Zentrum zu rücken. Ja. Da müssen wir noch nicht gerade mit der KI weitermachen. Ich bin ja total Fan davon, auch also gerade Text, also das geschriebene Wort als Dialoginstrument einzusetzen. Und ich bin ja gar nicht Fan. Ich setze mich jetzt in die Nesseln, tut mir leid. Aber die Tests, die ich gemacht habe, auch mit Hilfe natürlich von Anleitungen von schlauen Menschen auf LinkedIn, mir ist das Ganze tatsächlich zu maskulin dominiert, die Inhalte, und zu wenig herzlich. Also ich entwickle jetzt sogar schon einen Blick, wo ich sehe, das ist gar nicht seine Sprache. Ich höre die Person in einem LinkedIn-Post zum Beispiel, ich höre sie gar nicht mehr sprechen. Mhm. Da bin ich dann ziemlich sicher, okay, es ist einfach durch ChatGPT gelaufen. Und das kannst du wie auch nicht mit einem Satz oder 2, 3 Worte ergänzen, so optimieren. Und dann stört mich natürlich sehr die passive Schreibweise. Weil gerade beim Texten, dieses aktive Verben und so weiter, kann man zwar auch bei der Anfrage mit eingrenzen, aber das wird noch nicht so gemacht. Und darum finde ich, ich bin natürlich Fan von Mensch immer noch ins Zentrum. Und es geht ja darum, mit den Menschen da draußen zu reden. Mit der Bevölkerung, mit den Menschen, die in Zug leben. Und ich glaube, wir sind noch nicht da, dass wir das unbedingt jetzt alles mit AI generiert haben wollen. Und bei euch kommen noch die rechtlichen Geschichten natürlich dazu, die so hochkomplex sind, wo 2 Worte verdreht auf einmal eine andere Bedeutung haben. Das ist so meine Idee, warum ich finde, das ist gut, man darf jetzt mal noch ein bisschen beobachten und, wie du sagst, testen. Mhm. Ja, und es ist vielleicht sehr unpopulär, aber ich muss sagen, von allen Kommunikationsarten und auch Kanälen, die es gibt, ist für mich
der wertvollste nach wie vor der persönliche Dialog, das Gespräch. Weil klar, man kann vielleicht nicht mit 2.500 Leuten mit jedem Einzelnen reden, aber ich bin noch nie aus einem Gespräch rausgelaufen, wo ich gefunden habe, okay, das hätte jetzt einfach gar nichts gebracht. Das hättest du jetzt im Bot übergeben genau, können? Absolut nicht. Wohingegen das mag mal sein bei einem E-Mail, wo man sagt, die Zeit hätte man sich anders nutzen können, aber nie bei einem Gespräch. Mega spannend. Ich bin ja auch total Fan. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie würde mein Livestream aussehen. So eine Sophia steht da und auf der anderen Seite nur noch ein Chatbot, der alles beantwortet. Ah, genau. Und ich habe auch Mühe, mit dem zu reden. Also ich merke, ich mache das ganz komisch, also völlig unnötig. Ich sage, kannst du mir bitte oder ja, so, auch. Könntest du und so. Das ist eigentlich eine Maschine, aber es ist wirklich ein komisches Gefühl. Ja. Es geht mir auch so. Ich sage auch immer bitte, danke. Ich bin einfach schon so lange in der Schweiz. lass uns noch mal über Stolpersteine reden und dann vielleicht noch mal kurz abrunden, was ist das Coole, was ihr macht. Aber Stolpersteine, gibt es das? Habt ihr auch Widerstände intern oder auch Projekte, wo aus irgendeinem Grund scheitern oder wo ihr dann sagt, komm, die legen wir erstmal auf Eis, aus dem und dem Grund? Gibt es das? Ja, ich glaube, also ein Stolperstein, das klingt jetzt falsch, wenn ich so sage, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, ist der Mensch. Also nicht als Hindernis, sondern der Stolperstein ist mehr, wenn man den Mensch vergisst. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und da gibt es so viele Finessen, die einfach helfen. Habe ich auch viel, können gute Tipps von der Stefanie mitnehmen aus dem Change raus. Also, dass es eben nicht vielleicht nur darum geht, super nur das Gute zu verkaufen. Also im Sinne von, hey, jetzt führen wir Microsoft Teams ein, ab morgen alles viel besser. Sondern dass es um Transparenz geht, um eine ehrliche Kommunikation, um eine offene Kommunikation, wo man auch mal sagt, hey, es ist wahrscheinlich am Anfang sogar mehr Aufwand. Wir müssen uns alle umgewöhnen. Auch technisch läuft vielleicht noch nicht alles ideal oder auch transparent offen sagen, wir hätten eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt so weit wollen sein im Projekt, sind aber erst so weit. Ich glaube, das gehört alles dazu, dass man einfach offen, ehrlich kommuniziert, vor allem früh genug. Vielleicht nicht am Vortag schreibt, dass man morgen ein neues Tool hat und die Leute so mitnimmt. Und ich glaube, das ist wirklich, wenn man das im Kopf hat, dann sind schon viele Stolpersteine automatisch weg. Das ist ein Bilderbuch, also das Gegenteil von der großen Bank, wie es im Moment alles so ans Tageslicht kommt. Ja. Fassen wir noch mal schnell zusammen, weil wir sind am Ende schon angelangt. Du hast so viele tolle Sachen erzählt und eben auch immer wieder kommst du auf den Dialog zu sprechen und auf den Mensch im Zentrum. Wenn du jetzt, ich sag mal, in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wie wird euer Team dann aussehen? Was habt ihr neu lanciert? Seid ihr vielleicht 3 Köpfe mehr? Oder gibt es statt 20 laufenden Projekten dann nur noch 10? Hast du da so eine kleine Idee? Also hoffentlich sind wir bis dann gewachsen. Darum euch, es lohnt sich, uns in LinkedIn zu folgen. Wir sind sicher dann in der Zukunft froh, wenn wir uns verstärken können. Es gibt viel, viel zu tun. Es ist tatsächlich so, dass wir Projekte eher reduzieren und fokussieren. Das wird sicher auch so sein. Was ich mir wünschen würde, dass unsere Community weiterhin sehr, sehr gut wächst und einfach lebt. Und das ist mein grosser Wunsch. Und dass wir zusammen können, Meilensteine feiern, zusammen auch als Verwaltung quasi zusammenwachsen, dass ein bisschen das Wir-Gefühl haben, nicht mehr zu fest oder in einzelnen Ämtern oder Direktionen denken, sondern dass wir merken, zusammen sind wir einfach, können wir mehr bewegen. Und das wäre so, wenn ich dürfte wünschen. Bilderbuch, so schön. Ich muss noch schnell eine Episode erzählen, weil du gerade MS Teams sagst. Ich bin ja nicht der allergrößte Microsoft-Fan auf dieser Erde. Aber ich glaube, Teams hat einen großen Vorteil, und zwar, er bringt Emojis in die Kommunikation. Yes. Jetzt muss ich das ganz schnell erzählen, was du in der Schreibwerkstatt gesagt hast. Ich habe das in einem Nebensatz irgendwie erwähnt, dass Texte halt auch Nähe bringen, wenn zum Beispiel hier und da mal ein Emoji ist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das könnt ihr natürlich nicht auf der Website anwenden. Und Laura war im Raum und Laura sagt so, ach, wieso eigentlich nicht? Und das zeigt so wirklich dein großen Mindset, dein Gehör am Puls oder euch vom Team natürlich, von allen, wie ihr tatsächlich auch die neue Kommunikation lebt und vorantreibt
ohne das mit der Brechstange zu machen. Ja, ich denke, das ist wichtig. Und ich muss dort natürlich auch sagen, ich habe dort echt viel Rückenwind. Auch. Also wir haben auch mal auf LinkedIn quasi einen Aufruf gestartet als quasi Tinder-Post oder so. Also es ist wirklich, da darf ich mich auch ein bisschen kreativ ausleben. Ich glaube, sonst wäre ich auch am falschen Ort. Den Tinder-Post musst du jetzt aber schnell noch erzählen. Genau, ja, wir haben einen Partneragentur quasi gesucht, die uns unterstützt in einem Projekt. Und wir haben gefunden, wir machen jetzt einfach mal nicht den klassischen Weg und machen den LinkedIn-Post quasi so als Kontaktanzeige und haben das dann auch so ein bisschen so formuliert. Und das ist super gut angekommen. Wir haben dann auch Online-Dates gemacht, wo wir uns dann austauscht haben. Also wirklich sehr cool. Und das Lustige war auch, die mitgemacht haben, haben das total aufgenommen. Also die haben total mit dem dann auch gespielt und das ist wirklich lässig. Ja. Bei der Präsentation oder bei Ideen, genau, und so. Genau. Großartig. Also ihr seht, das ist sehr, sehr spannend. Wir könnten noch länger über den Kanton Zug sprechen und ich glaube, wir werden auch viel sehen. Vielleicht können wir gerade tatsächlich euch noch bitten, wenn ihr möchtet, folgt einfach der Page und der Laura und dem Reto Jolla und der Stefanie und der Martina, die sind ja alle hier im Chat. Und der Simon. Genau, Simon, ja. Lüscher. Der Simon folgen. Genau, genau, es ist die Simon, gell? Die Simon, genau. Ich habe jetzt schon gedacht, ich habe das vorhin falsch gesagt. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wer möchte, kann noch kurz warten, weil ich möchte euch gern heute der Felix vorstellen, der immer hinter den Kulissen mit einer Coolness und Professionalität diesen Livestream ermöglicht. Magst du bitte kurz kommen, Felix? Ich habe nämlich ein kleines Geschenk für dich. Das ist einfach so lange schon Zeit, dass ich dir Danke sage. Genau. Du musst darüber, genau, du weißt es. Hey Felix, danke vielmals, dass wir immer hier sein dürfen bei Kublai. Und danke dir. Danke dir für alles. Und Laura, dir habe ich natürlich auch ein kleines Geschenk. Jetzt muss ich wieder nicht Thema. Nee, wow, genau. Danke vielmals, dass du da warst. Und euch natürlich für eure Nicht-Fragen, aber fürs Zulauschen. Sehr, sehr schön und bis bald. Ciao.